Ja, ich begrüße euch alle. Ich kann es, glaube ich, alle duzen in dieser kreativen Atmosphäre hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Vortrag heute. Mein Name ist Simon. Ich promoviere am Fraunhofer Institut für Lasertechnik. Und wir beschäftigen uns halt auch mit 3D-Druckverfahren, machen aber eigentlich, unser Fokus liegt auf Metallen. Also wir stellen damit Metallbauteile her. Das ist jetzt so ein nicht rostender Edelstahl, den können wir mal rumgeben. Und aus aktuellem Anlass, mein Bruder und seine Frau bekommen ein Baby. Ende des Jahres, da habe ich den so einen Teddy mit Gitterstruktur gebaut. Ich fand das ganz witzig, weil normal kriegt man so Steif-Teddys irgendwie geschenkt. Ich dachte mir, so ein Stahl-Teddy ist auch ganz toll. Und was der Nachwuchs dazu sagt. Ja, das wollte er lieber nicht in die Hände kriegen. Ist ein bisschen rau. Ja, heute geht es eigentlich darum, ich will einfach mal so einen Überblick geben, jetzt mit Schwerpunkt auf den metallischen Verfahren, über den 3D-Druckmarkt und was für Möglichkeiten sich dadurch anbieten. Ist aufgebaut, einmal will ich ein paar Sachen oder ein paar Sätze zu unserem Institut halt sagen, was wir so machen. Dann möchte ich ein bisschen über aktuelle Entwicklungen im 3D-Druck darüber berichten. Dann, wie funktioniert es überhaupt, solche metallischen Bauteile mit einem 3D-Druck herzustellen und was sind so da gerade die Möglichkeiten, welche Werkstoffe kann man verwenden und was für Vor- und Nachteile hat das Verfahren überhaupt konkret. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, was können wir überhaupt mit den Verfahren anfangen oder was wollen wir damit anfangen? Ich sag mal, das ist, glaube ich, von allen von uns, man kann sehr tollen Schnickschnack aufbauen, aber wir als Fraunhofer-Institut wünschen uns natürlich, dass auch Firmen wirklich da einen Sinn drin sehen und Bauteile herstellen können, die halt auch Funktionen übernehmen können und irgendwie auch vielleicht den Produktionsstandort hier in so einem Hochlohnland halt wieder stärken können. Und dann, ja, die Vision, ein bisschen witzige Vision, die ich dann schildern möchte am Ende. Im Moment sind wir so 370 Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut, haben die Hälfte davon sind ungefähr Studenten, die werden auch immer wichtiger, weil die ganzen Labortätigkeiten kriegt man als Doktorand alle nicht mehr ohne die Studenten überhaupt hin. Und haben dann verschiedenste Gruppen. Unser Fokus liegt eigentlich klassischerweise in der Laser- und Optikentwicklung. Also wir machen eigene Strahlquellen, die wir entwickeln. Da hat auch eine Ausgründung gerade auch einen Preis gewonnen. Amphos, die machen diese Ultra-Kurzpuls-Laser. Zur Bearbeitung von Carbon haben wir gerade festgestellt. Also alle temperaturempfindlichen Materialien kann man ganz gut damit bearbeiten, weil solche kurzen Laserpulse halt wenig Energie einbringen und die Wärmeeinflusszone sehr gering ist und da lassen sich auch schwierige Materialien halt im Endeffekt behandeln oder schneiden. Dann machen wir auch einen medizinischen Fokus, da bauen wir Implantate oder wir versuchen auch auf Substraten, die aus 3D mit 3D-Druck hergestellt werden, auch Organe halt aufzubauen und zu drucken. Das letzte ist dann noch so die Lasermesstechnik, recht klassisches, klassische Gruppe. Wo ich jetzt angesiedelt bin, ist in einer der Subgruppen, das ist das Rapid Manufacturing oder Rapid Manufacturing Gruppe, das ist eigentlich genau der 3D-Druck. Wir nennen das halt so, da gibt es ja etliche Wörter für generative Fertigungsverfahren, Additive Manufacturing, Rapid Manufacturing und dann gibt es noch die jeweils für jedes Verfahren gibt es nochmal mehrere Namen. Es ist, wir haben uns so genannt. Was wir halt machen, wie ich schon betont habe, ist der Fokus. Gibt's nicht. Schade. Doch, da. Wir machen halt metallische Bauteile. Wir versuchen den Prozess zu entwickeln. Das ist eigentlich unser größtes Augenmerk. Wir wollen das schneller machen. Im Moment wissen wir alle, sind die Verfahren recht langsam. Wir wollen die Produktivität dieser Verfahren steigern. Und da entwickeln wir halt auch eigene Maschinen, die das dann umsetzen sollen. Im Moment, die Zahl ist veraltet. Wir sind im Moment 16 Doktoranden in der Gruppe. Wir haben 3 gerade neu eingestellt, die Zahl ist ein bisschen älter. Und dann halt noch etliche Hiwis, die uns da helfen. Unser Fuhrpark, wie man so schön sagt, der besteht aus jetzt einigen Maschinen. Ein paar sind hier jetzt gelistet. Es gibt schon Hersteller von diesen metallischen SLM-Maschinen. Die größten sind eigentlich alle deutsch. Das ist einmal EOS, SLM Solutions, Realizer und Concept. Das ist eine sehr deutsche Industrie, ist eigentlich sehr gut für uns alle hier. Das liegt daran, dass halt auch wir als Fraunhofer dieses Basispatent auf den Prozess halten und halt auch die Firmen sich dann daraus entwickelt halt haben, auch in Deutschland. Da haben wir Anlagen, die funktionieren, oder da geht von 200 Watt bis zu 2 Kilowatt Laser.
Ja, also von Laser an sich. Man kann sich vorstellen, mit einer höheren Laserpower kann ich auch mehr Volumen schmelzen und dadurch auch meinen Prozess schneller machen. Dann haben wir, was uns auszeichnet, ist Prototypenanlagen. Die basieren auf einem Trumpf-System. Trumpf hat sich aber so entschieden, wieder aus dem Markt zu gehen. Also die hatten anfänglich mal die ersten SLM-Maschinen, kamen von Trumpf, aber dann haben sie gesagt, ja, der Markt ist zu klein für uns, ja, da können wir kein Geld verdienen, die sind ja auch sehr auf Krawatte-Business getrimmt. Und die sind dann wieder raus und im Moment ist es so, dass sie jetzt wohl wieder reingehen, weil es sich langsam wieder lohnt. Ja. Und ganz toll ist, dass wir halt auf Trumpf-basierte Anlagen haben, die jetzt komplett anders aussehen, wo wir ganz viel auch rumspielen können, ähnlich wie hier, können wir neue Komponenten ranhauen und ganz viel ausprobieren. Und die meisten Institute haben das eigentlich nicht. Also die meisten Institute haben halt Standardmaschinen von irgendwelchen Herstellern und da kommt man halt nicht ran, weil das Blackboxen sind. Ne? Und da kann man nicht wirklich weiterentwickeln. Kurze Geschichte zu unserer Gruppe. Wir halten das Basispatent. Das Basispatent bezieht sich auf einkomponentige metallische Bauteile. Also mein Chef, der Wilhelm Meyer, das war der Erste, der das mit wirklich Serienmaterial einkomponentig gemacht hat, ohne Binder und so weiter. Wir haben dann... In 3 Jahren ausgelaufen. Wie bitte? In 3 Jahren ausgelaufen. Ist oder? Jetzt schon, glaube ich. Es wurde gar nicht komplett verlängert. Also. Wir haben es auch ehrlich... Das ist eigentlich ganz witzig zum Patent. Wie geht man mit dem Patent um? Wir als Fraunhofer haben uns gesagt, wir wollen da gar nicht große Lizenzgebühren für haben und so weiter, sondern wir lassen die Industrie sich entwickeln, weil wir davon mehr haben. Es gibt jetzt, wie gesagt, 4 große deutsche Hersteller, die alle mit uns Projekten machen. Da verdienen wir viel mehr dran, als wenn wir jetzt gesagt hätten, nee, wir sperren das oder wir halten das zurück. Das war so unsere Sache. Das Patent ist, glaube ich, jetzt schon ausgelaufen, weil es nicht bis zum Ende verlängert wurde. Aber wurde nie geahndet. Ja. Dieses Einkomponentige heißt, das ist das reine Metallpulver. Genau, es ist reines Metall-Serienpulver. Also ich komme auch gleich noch auf Werkstoffe, die möglich sind. Aber das ist genau der Witz da dran. Ja. Wir haben halt so, wenn man sich so nach Anwendungen fragt, 2003 war so die erste Anwendung, diese Zahnkronen. Ja, kann man sich vorstellen, relativ flach, ist gut für den Prozess. Sehr individuelle Bauteile und eine Firma in Bremen namens Bego stellt auch die Bauteile so her und das ist so eine der wenigen Serienanwendungen der Verfahren bis jetzt, der metallischen Verfahren. Wir haben dann so ein High-Power-SLM, heißt das, mit höheren Laserleistungen die Aufbaurate gesteigert, Prozessentwicklung, da haben wir die erste Anlage halt 2011 zusammen mit einem Partner auf den Markt gebracht, dann mit einer anderen Firma halt eine ähnliche Maschine 2012. Also oft ist es so, wir entwickeln was an unserer Prototypenanlage und dann lizenzieren das die Firmen dann schon und bringen das dann in ihre Industriestandardanlagen und präsentieren das dann auf den Messen. Ja, Implantate ist auch noch so ein Thema, wo halt SLM vermehrt Anwendung findet. Unser Ziel ist halt ein hochgestecktes Ziel. Wir wollen dieses Verfahren serientauglich machen. Nicht nur Prototypen, kleine Stückzahlen, sondern auch mal eine mittelgroße Stückzahl für vielleicht auch einen Automobilisten oder so. Weiß nicht, wer von euch schon hier das gesehen hat. Bedeutende Magazine, so wie die Economist oder auch bedeutende Firmen wie Siemens, fassen dieses Thema immer mehr auf. Ja, man sieht da auch irgendwie Anknüpfungspunkte und sehen da auch Potenziale für sich selbst. Die Frage ist natürlich immer nur, das fragt sich wahrscheinlich jeder von uns, ist das nur ein Hype oder ist das irgendwie eine kontinuierliche Entwicklung und können wirklich Leute davon dauerhaft profitieren? Ja, die Frage möchte ich so ein bisschen in den Raum stellen, jetzt aber bezogen auf die metallischen Verfahren. Ja? Wenn man sich so die Metallindustrie anschaut, die haben ja ganz andere Mengen, die verarbeitet werden. Wenn man dann so einen Hightech-Drucker hat, wie viele Tausende von denen müsste man haben, um da irgendwie an die Mengen ranzukommen, die da gefertigt werden. Ja. Gut, wir werden nie für einen VW Golf irgendwie ein Bauteil, das 1 Million Mal gebraucht wird, das schaffen. Aber in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wo Gewicht sehr wichtig ist, die Stückzahlen nicht so groß sind und Implantate immer Stückzahl 1, da gibt es schon etliche Anwendungen, sprechen wir auch später noch drüber. Bauteile mit Hohlräumen zum Beispiel. Klar, kommen wir nachher genau solche Gitter und alles. Wenn man jetzt Gartner, den Hype-Cycle, der beschreibt halt, wie was für eine Entwicklung so eine Technologie nimmt. Ja. Also am Anfang ist der Technologie-Trigger, irgendjemand entwickelt was und erstmal werden dann typischerweise Technologien sehr gehypt, ja, kriegen immer mehr Aufmerksamkeit
Ja, alle kaufen sich so einen 3D-Drucker für zu Hause und dann stellen sie fest, ach du Scheiße, da kann man doch nichts Cooles mitmachen. Im schlechtesten Fall. Stimmt nicht, finde ich auch. Wir haben auch so einen rumstehen und man kann da coole Sachen mitmachen, aber normal kommt da so ein bisschen die Ernüchterung und dann, was man eigentlich will, ist so ein Plateau der Produktivität. Das will man erreichen. Also ein langsames Wachstum, aber jeder kann damit wirklich was Sinnvolles anfangen. Nach diesem Gartner, ja, das sind Consultants, die sagen halt, 3D-Druck ist voll auf dem Hype. Ja. Also es kommt jetzt irgendwann geht's runter. Ja. Stelle ich mal in den Raum. Also meine Sicht ist das eigentlich nicht. Sollte es auch nicht sein. Gibt es eine neue Kurve? Nicht alles schon verraten. Kommt noch. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, ja, wie viele Anlagen werden überhaupt verkauft im Metallbereich, sieht das noch recht mau aus. Also es gibt zwar eine stetige Entwicklung, ja, aber wenn man jetzt mal überlegt, weltweit werden ungefähr 200 Anlagen ja, nur verkauft im Metallbereich. Liegt daran, die sind halt recht teuer, 100.000 Euro aufwärts. Aber ist noch recht mau, aber man sieht ja eine Entwicklung. Ja, und auch Trumpf oder so sieht jetzt, okay, es sind immerhin mal 200 Anlagen. Wenn das jetzt exponentiell weitergeht, ist das vielleicht doch ein Markt, der wichtig ist. Wenn man sich das für 3D-Drucker anschaut, ja, dann sehen wir ja, also da existieren halt schon, was weiß ich, 40.000 im Jahr wurden jetzt 2012 verkauft. Da sieht das ganz anders aus. Jetzt zum Prozess an sich. Wie funktioniert der Prozess, um so ein Bauteil halt herzustellen? Das ist ein bisschen anders als diese FDM-Prozesse mit einer Düse. Was wir haben, ist zum einen, und das ist ähnlich, ein digitales CAD-Modell. Das wird in Schichten zerlegt, in zweidimensionale Schichten. Da werden die Vektoren reingelegt, wie das Material aufgebracht werden soll, beziehungsweise wie der Laser verfahren soll. Und was wir dann noch haben, sind metallische Pulver. Also diesen einkomponentischen metallischen Pulver. Diese Pulver müssen eine gewisse Verteilung haben. Ja, es sollten runde Partikel sein, die sollten möglichst zwischen 10 und 40 Mikrometer groß sein. Ja, und so weiter. Es gibt halt Anforderungen, die halt gut für den Prozess sind. Und was wir halt verwenden, deswegen ist das auch alles ein bisschen teurer, ist halt der Laser, der nachher das Pulver auch zusammenschmilzt. Wie funktioniert das? Was wir machen ist, wir haben eine Substratplatte. Auf diese Substratplatte wird eigentlich ganz einfach mit einer Bürste, Silikonlippe, Pulver aufgebracht in 30 bis 50 Mikrometer Schichten typischerweise. Dann kommt der Laser und schmilzt das Pulver dort zusammen, wo Bauteil entstehen soll. Ja, das weiß er halt aus diesem Schichtmodell, das erstellt wurde. Dann geht die Bauteilplattform eine Schicht runter und wir bringen eine neue Schicht auf. Wir bringen eine neue Schicht auf und wir schmelzen dann wieder von oben und die Schichten verbinden sich halt untereinander. Und so können wir Schicht für Schicht aus dem Metallpulver Bauteile aufbauen. Das Pulver, das nicht aufgeschmolzen wird, kann man dann wegpinseln im Endeffekt, ja, und wieder verwenden. Also relativ ressourcenschonend, wenn man jetzt nicht gerade die Pulverherstellung mit in die Energiebilanz einrechnet. Die ist dann so ein bisschen, dann wird es ein bisschen kritischer. Der Laser arbeitet. Aber wenn das auch so arbeitet, warum haben die ganzen Dinger dann so viel Supportmaterial innen drin? Also eigentlich könnte man sich das Gitter in dem Werkteil doch dann sparen, oder? Weil das ja aus dem Pulver auf die neue Schicht. Beziehst du jetzt auf den Teddy oder zum Teddy. Man braucht Supportmaterial, das ist eine der Restriktionen, weil dieses, wenn du Überhänge hast, also du hast deine Plattform hier und hast so schräge Überhänge, die müssen leider von Anfang an gestützt werden. Das liegt daran, dass die Wärmeleitung des Pulvers ist ein Faktor 200 schlechter als geschmolzenes Material. Die Wärme kann halt nicht vernünftig abtransportiert werden, du kriegst ewig viel Verzug rein. Und das Pulver kann auch eigentlich dieses Material nicht gut stützen. Ja. Und deswegen baust du halt, wie man jetzt an der Hinterseite vom Teddy auch sehen kann, kann mal rumgehen, der wurde halt, also man sieht ja so eine gewisse Rauheit, jetzt hier vorne sieht man die, der wurde halt so aufgebaut, hier die Plattform und für diese horizontalen Überhänge. Oh. Ja, für mich. Aber kann man den Laser aufwärmen? Ja, also da sieht man auch die Stützstrukturen, die muss man danach abmachen, dann bleibt so eine gewisse Stelle halt sichtbar. Das ist halt eine der Restriktionen. Die braucht man aber leider. Man kann halt sehr, sehr komplexe Sachen herstellen, solche Gitter und so, die man halt sonst nicht herstellen könnte, nicht fräsen könnte und so weiter. Hier nochmal ein kleines Video, wie das jetzt. Nochmal als Video, wie das funktioniert. Jetzt wird eine Schicht Metallpulver aufgebracht. Ganz
mit der Laser. Oder schneller. Ja, so sieht das in Echtheit aus. Alles unter Schutzgasatmosphäre, ist auch ein Unterschied zu dem Verfahren. Also man braucht eine Schutzgasatmosphäre, Argon oder Stickstoff, gegen die Oxidation. Ja, dann Schicht für Schicht baut man halt komplexe Bauteile. In dem Fall ist das ein Werkzeugeinsatz, hat so eine Kühlrinne halt drin und dadurch kann man das Werkzeug super gut kühlen. Und dadurch erhöht man halt höhere Standzeiten. Das ist für Plastik-Spritzguss. So, da kann man diverse Sachen machen, die Zahnkronen hatten wir schon gesehen. Ja, solche gitterähnlichen Strukturen sind halt gut, weil man da wenig Volumen aufschmelzen muss und dadurch tendenziell halt auch schneller ist. Bandscheibenimplantate, Volkskrankheit, mit einer gewissen Dämpfung halt versehen durch diese Gitterstruktur. Ja. Jetzt mal ein bisschen zusammenfassen zum Prozess. Also erstmal ist wichtig, wir verwenden Serienmaterial ohne Binder. Ja, das heißt, wir haben auch nachher mechanische Eigenschaften, die man vom Serienmaterial kennt. Die unterscheiden sich wirklich kaum zum Guss oder zum gefrästen Stück. Serienmaterial heißt Standardstahl, der eben dann speziell aufgeschmolzen wurde. In diese genau, der wird Standardstahl, der wird verdüst und dann im Prozess verarbeitet. Ja. Und wenn man sich, da haben wir ja etliche Studien auch gemacht, haben dann zyklisches Verhalten, statisches Belastungsverhalten. Und das erreicht halt aufgrund auch der hundertprozentigen Dichte, die wir haben beim Prozess, erreicht das halt locker die Kennwerte, die man aus dem Stahlbuch oder sowas kennt. Ja. Gegen alle klassischen Werkzeugmetalle, also Alu, Messing, Titan? Genau, wenn wir hier durchgehen, das ist nur eine kleine Liste. Es ist halt natürlich so, man muss immer die Prozessparameter für die verschiedenen Materialien haben. Da ist man halt noch ein bisschen hinterher, weil die Verfahren gibt es erst sehr kurz. Tendenziell alles, was einen Schmelzpunkt hat, kann ich bearbeiten. Manche Sachen sind aber sehr rissanfällig. Wolfram. Also Keramiken, Wolfram. aber wo Mike klassischerweise angefangen hat, war Titanium. Ne? Titan ist halt schwer zu bearbeiten. Hohen Werkstoffverschleiß oder Werkzeugverschleiß und der Laser, dem lässt das kalt. Ja. Und gibt es diverse Aluminiumlegierungen, Stahl, das ist jetzt ein Edelstahl, Kobaltchrom, also auch hochtemperaturfeste Sachen auf Nickelbasis. Kann man eigentlich, die Liste könnte noch viel länger sein. Ja? Also eigentlich fast alles. Bei Keramik, das ist jetzt kein Metall, das ist ein klassischer metallischer Werkstoff, da hat man ein bisschen Probleme wegen der Rissbildung, ne? Weil wir heizen halt sehr schnell auf und dadurch und erstarren auch relativ schnell und dann können sich halt Risse bilden. Muss man den Prozess selber beobachten. Wir haben hier vor? Wir wärmen vor, also bei Aluminium ist eine Vorwärmung ganz gut, um Verzug zu vermeiden und Spannungen abzubauen. Von außen oder mit Laser auf? Wir wärmen vor unten die Plattform, also bis, ich glaube, wir haben jetzt bis 900 Grad. Also das ist auch eine Induktionsheizung, die war auch ingenieurstechnisch auch eine Herausforderung. Normalerweise reichen aber so 200 bis 500 Grad aus. Und bei der Keramik haben wir ein Zweistrahlkonzept, wo wir von oben auch nochmal vorwärmen. Von unten und dann von oben nur ein Laser mit einem relativ großen Fokus, der wärmt diese Zone vor und die letzten paar Grad macht dann der Laser, der das Pulver dann schmelzen will. Wenn du sagst, die Materialqualitäten sind so mit dem klassischen Stahl zu vergleichen, wenn ich also jetzt so als Laie sage, also der typische Stahlträger, dessen Festigkeitswerte oder mechanischen Qualitätswerte, die würde man damit auch erreichen? Oder ja. Weil du eben noch was von verdüst oder so gesagt hast? Also. Nee, man würde die Werte, die man ja aus dem Stahlbuch kennt, von konventionellen Herstellungsprozessen, die erreicht man. Mhm. Wenn der Prozess richtig eingestellt ist, also. Mhm. Man muss diese hundertprozentige Dichte über die Parameter Laserleistung, wie schnell scanne ich und so weiter, muss man halt abstimmen. Aber man kriegt aber auch keine Probleme, die so beim FDM ganz typisch sind, wo man sagt, also zum Beispiel, wenn ich so bei FDM den Strang ablege, ist der Strang natürlich sehr eng verbunden und elastisch und alles toll, aber am nächsten Strang nebendran klebt der ja nur ganz, ganz lasch sozusagen. Das kriegt man kaum. Und halt. Diese Probleme habt ihr nicht zwischen den Layern, dass zum Beispiel da, weil da ja eine neue Schicht auf die alte drauf kommt, dass da die Bindung weniger stark ist als innerhalb einer Schicht, wo der Laser praktisch zur selben Zeit dann ist. Ja, man kriegt leichte Anisotropie auch aufgrund der Schichten auch hin, aber das ist eigentlich vernachlässigbar klein. Also wir haben mal Zugproben aufgebaut, die man irgendwie zieht, und wenn die halt, entweder wenn die im Bauraum liegen, sind relativ wenige Schichten, um das aufzubauen. Mhm. Ist ja klar. Wenn die stehen, habe ich relativ viele Schichten. Tendenziell sind viele Schichten, da kann es halt Anbindungsfehler geben, beziehungsweise an den Übergängen der Schichten wird tendenziell das Bauteilversagen einsetzen. Und da hat man auch rausgefunden, aber das sind halt wirklich
paar Prozent, die man dann eigentlich nur verliert. Okay. Also dass die stehenden ein bisschen schlechter sind. Könnt ihr auch Kohlenstoffstähle verarbeiten? Oder? Würde prinzipiell gehen, ja. Weil da ja eine Härtung auftritt, dann quasi je nachdem während des Prozesses. Ja, das kann teilweise sogar ganz gut sein, ne? dass man das sogar eine Wärmebehandlung schon umsonst mit hat nach dem Prozess. Wenn man es richtig anstellt. Ja. Also wir haben auch, es gibt auch Tendenzen dazu zu sagen, hey, warum verwenden wir eigentlich immer Materialien, die im Guss und fürs Fräsen bekannt sind? Warum nehmen wir nicht Materialien? Das ist zum Beispiel eine Aluminium-Scandium-Legierung, die wir im Rahmen vom, darf ich das sagen, ja, Airbus-Projekt ausprobiert haben. Das ist so, das ist ein Aluminium-Scandium und das wird extrem aufgrund der Abkühl- und Aufheizbedingungen wird das extrem hart, ja, und extrem hat eine richtig gute Festigkeit, nur prozessbedingt, weil das Gefüge sich halt so aushärtet. Und das ist halt die Überlegung, ne? Also da kriegen wir auch irgendwie in ein paar Jahren kommt ein Forschungsbau, der ist beantragt und da wollen wir halt auch eine eigene Pulververdüsungsanlage halt haben, damit wir auch mal was mischen können und so. Also da geht es halt auch hin. Obwohl die Firmen das wiederum nicht so gerne sehen, weil ein Qualitätstyp, ne, der sagt dann, ich kenne das Material nicht, ja, ich will lieber mein Standardmaterial, da weiß ich, das hält das und das aus, das funktioniert bei dem und dem Produkt. Aber wenn ihr das ja nachweist und testet? Ja, aber es ist halt ein langwieriger Prozess, bis du das wieder da durchkriegst, ne, Zertifizierung und, ja. Also man muss immer sehen, man darf auch nicht immer zu viel wollen, also die Firmen erstmal langsam locken. Was halt das Tolle ist, ist, dass wir komplett Werkzeug- und formlos sind. Das ist der Riesenvorteil. Wir brauchen beim Gießen, braucht man vorher eine Form, die man herstellen muss. Und wir müssen nicht wie beim Fräsen die Werkzeuge wechseln oder irgendwas. Das ist halt das Tolle. Nur wir haben nur den Laserstrahl als Werkzeug. Was hat der für einen Durchmesser denn? Das variiert. Wir haben Anlagen von 20 Mikrometer Durchmesser. Normalerweise sind so 100 μ. Und wir haben aber auch einen dicken Strahl, nenne ich es immer, einen dicken Strahl mit einem Millimeter. Da braucht man aber auch sehr voluminöse Teile, wo das Sinn macht. Was noch ein bisschen beschränkt ist, ist so der Bauraum von den Bauteilen. Ich kann jetzt keine Karosseriebauteile herstellen, leider. Weiß auch gar nicht, ob das Sinn machen würde. Das ist so auf 600x400 mm beschränkt, der Bauraum. Typischerweise aber, das ist schon die größte Anlage. Was wir halt als Problem sehen, ich will auch ein bisschen kritisch beleuchten, ist die Oberflächenrauheit, kann jeder sehen. Vor allem, wo ist der Fotograf? Genau, wenn man mal reinzoomt, dann kann man doch leider eine relativ hohe Rauheit sehen, weil halt Pulver einfach haften bleiben, die nicht komplett über die Oberflächenspannung sozusagen flachgezogen werden können. Und wir haben relativ geringe Aufbauraten im Vergleich zum Guss, wo ich hier 10 Sekunden ein Stück einnehmen kann, ist das natürlich hier ganz anders. Nochmal vielleicht eins zurück ins Nutzen. Ja, der Bauraum 60x40, das ist praktisch die XY-Ausdehnung. Genau. Eine Anlage, die läuft. Ja. Die Höhenbeschränkung existiert praktisch nicht, da kann ich Türmchen bauen, so ich will, oder? Ja, sie besteht, rein optisch besteht sie, aber die sind dann auch so, du kannst auch so einen halben Meter hoch bauen in dem Fall. Und woher kommt diese Beschränkung konkret? Ich sehe es eigentlich nur von inhärent nicht, warum das so. Das ist im Endeffekt Scanner begrenzt. Also der Scanner muss halt den Bauraum hier abdecken. Und auch in dem Fall, bei der Anlage, haben wir schon einen verfahrbaren Scanner. Ja, weil, kann man sich vorstellen, es macht schon einen Unterschied, ob die Strahlen jetzt senkrecht runterfallen oder an den Rand. Und irgendwann ist das halt schädlich. Deswegen haben wir jetzt in der Anlage halt Scanner, die man verschieben kann an zwei Positionen und dann kann man auch diesen großen Bauraum abdecken. Ach so, das läuft also und Lösungen, so wie es Lasercutter machen, die einfach mit einer Spiegelkonstruktion 2D über das Feld fahren, das wäre zu unpräzise. Nee, der Scanner hat ja schon einen Spiegel drin, aber die kann man nicht beliebig weit auslenken. Hat man ich meine, der Lasercutter zum Beispiel, der gibt ja keine Spiegel, der verfährt den Spiegel, ja. Auf einer zweidimensionalen. Ja, so ist man halt schneller, kann man schneller scannen. Also wir haben Scanngeschwindigkeiten von, kommt drauf an, also wir haben locker mal einen Meter pro, ist das Millimeter pro Sekunde, 800 Millimeter pro Sekunde und mehr. Die würde man vielleicht auch noch damit hinkriegen, aber ich weiß immer nicht, wie die Genauigkeit das ist schon flott. Und man hat auch. Bewegst du nicht so viel Masse. Nicht. Ja, und wir haben bei den Scannern, die wiegen schon einiges von Scannern. Mhm. Also. Kurze Frage. Ja. Wie ist denn so die Zeiteinteilung zwischen der eigentlichen Laserbehandlung, dem Nachschütten von neuem Material und dem Verfahren, wenn du sagst, dass du den Scanner auch noch verfährt? Geht dir viel Zeit dann noch verloren? Naja, das
Die Beschichtung dauert so zwischen 10 und 15 Sekunden, jede Schicht. Die kann man nicht ewig beschleunigen, das Pulver muss abrollen können und so weiter. Es sei denn, es lässt sich, wenn jemand eine Entwicklung hat, wie man es drauf sprayen könnte oder so, wäre ich dankbar, geht aber nicht wirklich. Das sind die 10 bis 15 Sekunden. Das Scannen kann sehr lange dauern, je nachdem, wie der Bauraum gefüllt ist. Was man auch typischerweise, man hat immer eine Kontur, die man abfährt und dann sozusagen die Fülllinien. Das kann dann, je nach, wenn du so eine 250 mal 250 Plattform hast, kann das ruhig 2-3 Minuten dauern, wenn die voll ist, im Vergleich zu 10 Sekunden Beschichtungszeit. Also das, da ist man halt auch dran, das zu verkürzen, natürlich, indem ich mehrere Laser dranhänge und so weiter. So wird die Zukunft sein. Darf ich noch nicht zu viel sagen, aber so ein paar Stimmen von Firmen, was die so dazu sagen. Ja, das ist Jeffrey Immel, der ist von GE halt der CEO, wenn es so toll sagt, auf Neudeutsch. Der sagt zum Beispiel, 3D-Printing is worth my time, attention, money and effort. Dann die NASA hat zum Beispiel mit SLM, also mit dem Verfahren, so ein Rocket Injector hergestellt und haben den auch mal in einem Feldversuch ausprobiert, also richtig aufs Extremum belastet. Und da sieht man auch nochmal, dass die mechanischen Eigenschaften echt gut sind und ausreichen auch für solche Belastungen. Da habe ich auch ein Video zu, damit man mir das auch glaubt. Hier wird mal Volldampf gegeben. Hier ist das Ding. Und ich kenne jetzt nicht genau den Rückstoß und was das ist, aber es zeigt ganz deutlich, dass solche Bauteile wirklich was aushalten. Ja? Und ich will nicht sagen, das ist eine Frage von gestern, die kriegen wir immer wieder. Das ist eine berechtigte Frage, was machen die mechanischen Eigenschaften? Aber im Endeffekt sollte man irgendwann sagen, komm, das Kapitel, das hat man jetzt bewiesen, lass uns mal lieber dahin gehen, wie garantiere ich jetzt die Reproduzierbarkeit der Bauteile, wie kriege ich das durch die Qualitätsabteilung in den Firmen und so weiter. Das ist eher so die nächste Frage. Das bleibt man ewig hängen, ne? Wenn man immer das selber erklären muss. Hier so ein paar Beispiele. Das ist natürlich für die Frauen, die anwesend sind, so eher interessant. Ja, man kann auch Gold bearbeiten, hatte ich jetzt gar nicht auf der Liste. Da gibt es auch extra Schmuckanlagen, die haben dann so einen Bauraum nur. Und die sind so konstruiert, dass man wenig Material verliert in Sitzen und so. Also bei den anderen Anlagen würde ich kein Gold reintun, weil muss man auch mal ein bisschen saugen in den Ritzen. Das ist bei Gold, tut das schon ganz schön weh. Da gibt es aber spezielle Anlagen und individueller Schmuck. Ne? Ganz witzig. Für uns als Fraunhofer weniger interessant. Implantate hatte ich schon gesagt, Hüftimplantat, da ist das Spannende. Hier oben ist eine Gitterstruktur und da kann der Knochen halt gut reinwachsen. Und dadurch wird dieses Implantat stabiler als ein konventionell gefertigtes Hüftimplantat. Ist auch dann Titan? Oder? Ja, Titan kannst du machen, Kobaltchrom wird glaube ich auch verwendet. Dann so Turbinen mit inneren Kühlkanälen kann man ganz gut aufbauen. Muss man mal mit Fräsen finishen. Zahnkronen, wie ich gesagt habe. Dann kann man halt, das ist auch so ein bisschen das, was ich in meiner List mache, man kann halt konventionelle Bauteile neu auslegen mit Topologieoptimierung, wer sowas, Bauteiloptimierung und kann dann so ganz kranke Strukturen ziemlich gut herstellen und dadurch sehr leicht werden. Und im Leichtbau bietet sich das halt sehr an. Luft- und Raumfahrt, wenn ich da 60% Gewicht spare bei solchen Halter, die kommen dann 100 tausende Male in einem Flugzeug vor, muss man sich vorstellen. Und wenn dann bringt das ordentlich einen Gewichtsvorteil über die Kerosineinsparung dann auch im Lebenszyklus, rechnet sich das vielleicht. Oder rechnet sich schon. Und dann die berühmten Schuhe hier. Da hat der Jeffrey Immelt auch irgendwann mal gesagt, er würde keine Zeit mit diesem Verfahren halt verschwenden, wenn es jetzt nur um Schuhe gehen würde. Aber Leichtbau, gibt es schon irgendwie sowas, womit man vielleicht so Carbon in diesem Verfahren schmelzen kann? Ja, wird aber sehr, sehr schwierig, weil das ja verschiedene Materialien kombiniert sind. Es gibt da noch nicht wirklich was. Also das wäre ja auch für die Automobilindustrie. Total. Da brauchst du mal Faser verbunden anlegen. Ja. Wir müssen halt Faser ablegen und dann auftragen, dann schmelzen, dann machst du die Fasern wieder kaputt. Es ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht irgendwann in Zukunft. Ich habe mal drüber nachgedacht, dass man die Fasern ganz kurz machen könnte, damit zumindest ein bisschen den Vorteil von der Faser nutzen kann und das vielleicht irgendwie durch so einen Extruder jagen könnte. Wäre nur auch jetzt eine. Mach mal! Aber das geht nicht mehr. Also Glasfaser, du bist eine Glasfaser verstärken gut. Ja, Spritzen schon. Ja, ja, klar. Schon lang. Wie diese Beton, gibt ja diese Beton mit Kunststoffteilen drin, ne? Und das ganze Wasser.
Ja, das Problem ist ja bei dem Prozess immer, ich kann eigentlich nicht verschiedene Materialien kombinieren. Weil wir haben ein Pulverbett mit einem Material. Ich kann da mal in 2D ein anderes Material aufbringen, das dann aber vermischt nachher. Und ich kann nur in 2D legieren. Bei den Düsen kann ich jede Düse, ein unterschiedliches Material, wunderbar. Dann, das ist noch ein bisschen drin, weil ich das mal bei VW vorgetragen habe. Mit denen haben wir auch ein Projekt. Also das zeigt, so langsam werden die Firmen halt, interessieren sich langsam dafür. Die haben halt immer das, sie müssen immer schneller ihre Modellpalette auf den Markt bringen und es ist immer eine größere Variabilität. Ja, Variabilität. Und dadurch werden halt auch die Bauteile, die Stückzahlen auch immer kleiner eigentlich. Ja? Je kürzer du mit der Modellserie auf dem Markt bist und je mehr verschiedene Varianten es gibt, desto individueller sind auch die Bauteile. Und das spielt eigentlich ganz gut mit den Verfahren einher. Und da gibt es halt vom, wer erkennt es? Was ist es? BMW, genau. Vom BMW gibt es da eine Studie zu. Die haben also wirklich Bauteile mal angeschaut, die sich eignen würden fürs SLM und verwenden das jetzt auch als funktionale Prototypen. Also wenn die mal in die Antarktis fahren und da oder wo auch immer, in Finnland und die neue Modellserien erproben, sind da auch oft schon SLM-Teile drin, weil die wirklich auch als funktionale Prototypen geeignet sind. Ganz witzig ist, das haben wir mal auch zusammen mit BMW gemacht, das ist so ein, eigentlich ein typisches Blechbauteil. Ja? Das würdest du irgendwie drüber ziehen über ein paar Werkzeuge, aber das bei dem Bauteil war das Problem, dass er sich immer wieder verzogen hat. Ich habe es an der einen Seite umgeformt, ist die andere wieder zurückgefedert. Und was wir mit unserem Prozess machen konnten, ist, das in einem Bauteil aufbauen. Wir brauchen keine Werkzeuge vorher erzeugen. Und wir haben halt wenig Verzug reingekriegt. Ja, über auch da in dem Fall auch eine Vorwärmung, die wir verwendet haben. Also ich will nur sagen, es sind ganz unterschiedliche Bauteile, die sich eventuell für den Prozess eignen können. Und dann haben wir aus Spaß, das ist wirklich sehr zukunftsmäßig, aber das Bild suggeriert das ja auch, so einen ganzen Motorblock, den wir aufgebaut haben. Jetzt in 1:3, der ist irgendwie so groß. Frau Wachmuskel. Genau, da können wir, glaube ich, gute Pause machen und dann können wir den Rest später machen. Kommen wir zum zweiten Teil, den wir alle uns gestärkt haben. Jetzt wird es ein bisschen akademischer. Und zwar möchte ich ein bisschen das Technologiepotenzial ein bisschen darstellen, recht schematisch, und in Kontext bringen mit jetzt anderen Fertigungsverfahren, die so existieren. Dazu haben wir so ein schönes Diagramm, sehr akademisch. Da sind die Kosten aufgetragen über die Stückzahl. Wenn man sich jetzt anschaut, das kennen wir so Economies of Scale und so weiter, ist das bei konventioneller Fertigung eigentlich so eine exponentiell fallende Kurve. Ja? Also kleine Stückzahlen tun richtig weh, sind teuer, aufgrund der Gussform beispielsweise. Die amortisiert sich aber dann halt bei größeren Stückzahlen und dann können wir recht günstig herstellen. Beim 3D-Druck und beim SLM ist es eigentlich so, dass wir so eine Gerade haben. Uns ist es egal, mache ich Stückzahl 1 oder baue ich 100 davon. Pro Stück kosten die ungefähr dasselbe. Ja? Und wir sind halt daran, dieses Niveau halt hier runterzubringen, ja, durch unsere Entwicklung. Was sich jetzt ergibt, ist dieser blaue Bereich hier. Der blaue Bereich, den haben wir jetzt Individualization for Free genannt. Also was wir machen können, ist mit unserem Verfahren, wir können halt ganz individuelle Bauteile herstellen und daraus lassen sich halt neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ja, ich kann jetzt individuellen Schmuck anbieten, ja, über irgendwie, ich glaube, das hast du letztes Mal gezeigt, Shapeways kommt auch noch, da kann man halt dann im Internet so mit ein paar Slidern, ja, seine Geometrie definieren und dann den Ring halt sozusagen definieren, den man haben will und dann sich das ausdrucken lassen. Ja? Und das ist halt, das eröffnet halt so diese ganze Schiene dieser Geschäftsmodelle. Genau, Beispiel ist Shapeways. Ich glaube, kennt jeder hier oder gibt es jemanden, der das nicht kennt? Ja. Wie gesagt, kann man halt seine Designs halt ganz cool verkaufen, vermarkten und kommt das dann zugeschickt. Erstaunlich ist halt so das Volumen, ne? wie das zunimmt. Also in 2012 haben die 1 Million 3D-gedruckte Teile gehabt. Ja, jetzt haben die ja nach New York ihren Headquarter verlegt und jetzt wollen die halt nochmal eine neue Factory aufbauen, wo sie 3 bis 5 Millionen Teile jährlich nochmal bauen können. Also das zeigt so ein bisschen auch, dass im Kunststoffbereich da schon eine ordentliche Bewegung ist. Ja? Für jetzt so Privatleute. Also da sitzt Kunststoff halt. Anderes Businessmodell, was sich ableitet von der Kurve, und da sind wir halt dran, auch Firmen langsam überzeugt zu bekommen, VW letzte Woche, vor 2 Wochen, ist das digitale Warehouse.
Ja, also Firmen, VW, ich darf keine Zahlen nennen, es ist so viel Geld, also so eine große Zahl habe ich fast noch nie in meinem Leben gehört, ja, was die so an Lagerhaltungskosten und auch Waren im Lager liegen haben. Ja. Kann man sich kaum vorstellen, das bindet natürlich enorme Kosten, das da rumliegen zu haben. Und was die auch oft haben, die finden ihre Sachen gar nicht mehr. Oder wenn die Lieferanten die Sachen aufbewahren, die sagen dann auch, oh, ist irgendwie verschwunden, die Form, ne? Und so weiter. Und im Notfall könnte man jetzt sagen, okay, ich nehme nur noch mein CAD-Modell, weil wir sind ja formwerkzeuglos, und ich bei Bedarf, wenn ein Kunde kommt, Kunde X will das und das Bauteil von irgendeinem Oldtimer haben, wo ich aber noch eine Lieferung garantieren muss, ne, lange Laufzeit habe, dann drucke ich mir das mit dem Verfahren aus. Ne? Also Spare Parts on Demand heißt dieses Konzept. Und da sind die doch schon so hörig geworden, viele Firmen, weil da haben sie gesagt, okay, müssen wir mal durchrechnen. Dann gab es bei VW-Fälle, wo die Lieferanten dann halt wirklich, da wollte VW noch ein, zwei Teile haben und die Lieferanten haben gesagt, ja, eigentlich haben wir keinen Bock mehr, das herzustellen. Ne? Das ist so lange her, wollen wir 1 Million Euro für die 2 Bauteile. Und dann macht halt VW so, scheiße, wir haben die Verpflichtung vom Kunden und wir kriegen die Bauteile nicht mehr anders, woanders her. So könnte VW sagen, hey, ich druck mir das aus, leck mich am Arsch, ich mache das einfach selber. Hier die Vorteile habe ich ja schon gesagt, man kann sehr dezentral produzieren, wo halt das Bauteil gebraucht wird, das Ersatzbauteil. Wir haben keine Lagerhaltungskosten, keine Kapitalbindung. Wir können unabhängig werden vom Lieferanten und je nach Business Case, habe ich gesagt, ist es auch schon wirtschaftlich. Was Siemens dafür sagt, das steht hier unten, when you add it all up, you can see that Siemens could supply customers around the world with replacement parts in a cost-effective and environmentally friendly way through a network of local service points. Hier also, ja, ich sehe gerade, das ist ja so ein Ventilgehäuse scheinbar. Genau, von Festo. Genau, so sieht das aus. Aber das Problem ist, da sind ja Bohrungen drin, die aufgerieben sind, weil die als Lichtfläche sind. Wenn ich jetzt natürlich diese Oberfläche sehe, muss ich das halt doch wieder nachbearbeiten auf einer konventionellen Technik. Richtig, ja. Richtig. Ist kein, also ich würde sagen, das war ein Projekt mit Festo, weil solche Ventilgehäuse halt eine sehr lange Laufzeit haben, ja, ja, auf 20 Jahre plus. Da gibt es auch Reparatursätze sogar. Für genau. Die Gummidichtung gibt es dann, habe ich mal eine ganze Bank da von der Maschine, die aus Amerika kam, komplett die Dichtungen dann neu gemacht. Ja, also ich finde es eigentlich auch kein so richtig übles Bauteil. Ich finde halt so Bauteile, die man gar nicht mehr anders herstellen kann in Richtung Leichtbau noch passender. Ne? Wobei das Ventil, was man da sieht, ist vielleicht nicht so unbedingt also schön repräsentativ für den Fall. Aber ich war mal bei HW in München und die haben halt auch relativ spezielle Ventile zusammengebaut. Und wenn man da, die hatten so einen Block Metall und die haben da hunderte von Bohrungen reingesetzt und haben danach im Prinzip 90% der Bohrungen wieder zugemacht. Weil im Prinzip sind halt 5 Anschlüsse und der Rest ist nur, um irgendwelche Kanäle in dem Bauteil selber herzustellen oder um irgendwo noch Ventilfunktionen einzubauen. Also es lohnt sich, du hast ja oft diese Kombination zwischen Fräsen und dann erodiere ich noch ganz viel. Und bei so einem, das ist oft so, dass SLM da kostengünstiger ist. Sobald ich Fräsen 90% eh wegfräse und dann nochmal irgendwie was erodiere groß oder halt irgendwelche Bohrungen legen muss, damit ich irgendwas anderes herstellen kann. Da, ja. Das Bauteil finde ich jetzt auch nicht so klasse. Das war so ein Ersatzteil, ein Bauteil, das wir mal mit der Firma Festo gemacht haben. Das zweite ist, das finde ich jetzt ein bisschen spannender, weil da auch mal eine Promotion drüber geht, ist im Endeffekt da auch ein Zusammenhang zu sehen zwischen den Kosten und der Produktkomplexität. Bei konventioneller Fertigung, ja, je komplexer das Bauteil wird, desto größer sind die Kosten für das Bauteil. Ja. Ich brauche mehr Kerne beim Gießen, die ich einsetzen muss, ich muss mit Schiebern arbeiten, wird komplexer beim Fräsen, ich muss viele Werkzeugwechsel machen, ich muss haben einen hohen Programmieraufwand und so weiter. Beim 3D-Druck ist eigentlich auch so eine gerade Kurve, wir wollen das Niveau mal hier senken, wir kriegen hier diesen Bereich, wir nennen das Complexity for Free. Ich kann im Endeffekt, wenn ich an diesem Punkt bin, kann ich mir auch überlegen, okay, jetzt bin ich ja eh schon kostengünstiger als der Guss, ja, jetzt baue ich mir dann auch extrem Komplexität ins Bauteil für zum Nulltarif, ja, um das Bauteil nochmal funktionaler zu machen, leichter, keine Ahnung. Es geht dann in Richtung von so Hohlräumen natürlich, Gitterstrukturen, ja, für Luft- und Raumfahrt interessant. Und da ist halt so ein Riesenpotenzial. Ne? Und dann, ab hier muss ich auch gar nicht mehr rechnen. Ab hier kann ich ja gar nicht mehr vergleichen, weil die Produktkomplexität
ab irgendeinem Punkt hier hinten muss ich gar nicht mehr vergleichen mit anderen Verfahren. Ich kann es gar nicht mehr anders herstellen. Wenn ich die Funktionalität brauche, brauche ich sie. Und dann gibt es auch keinen wirtschaftlichen Vergleich mehr, der nötig ist. Kannst du ja noch auf den anderen Punkt zurückgehen. Du vorhin sagtest, ja. Du hast gerade darüber gesprochen, environmentally friendly und so. Das sollte man auch nicht vergessen. Das heißt auch, dass heutzutage in der klassischen Fertigung nehmen wir irgendwie Erdöl, das wird irgendwie einer nach China geschickt, das ist die Werkbank der Welt, dann wird da irgendein Plastikteil hergestellt, ja. Dann wird das dann um die halbe Welt nach den USA in Lager geflogen. Dann wird es von da aus wieder nochmal über den Teich geflogen in ein europäisches Lager, dann wird es da nochmal mit dem Laster umgefahren in Europa, dann wird es zum lokalen Händler gebaut und der bringt es dann zum Kunden und baut dann das Teil ein. Ja, das ist Wahnsinn. Ja auch ökologisch gesehen ein totaler Wahnsinn, was wir da derzeit abziehen, dass wir dann ja, einfach schon ein Fuel verballern, um diese Dinge von der Rohform bis zum Objekt zu kriegen. Ja. Das ist ja auch eine der Punkte, wenn der Händler vor Ort einfach sagen kann, Print, ja, der Kunde... Also, der muss auch den Eisen jetzt auch umbauen. Ja, aber dann machst du das nur einmal. Ja, ja, klar. Ja, 13 Routen zwischendurch, der Zwischenwerke. Da gibt es ein ganz nettes Projekt. Atkins heißt das, A-T und dann K-I-N-S. Mhm. Und der hat so ein Toolkit entwickelt. Da kann man als Firma genau diese Szenarien reinspielen. Ja? Okay. Und diese komplette Kette mal abdecken, vom Rohmaterial zum Endbauteil. Mhm. Und auch zum Einsatzort und wo es dann zurück muss zum Recycling und bla bla bla. Und der hat so ein Toolkit entwickelt, wo man das mal ausrechnen kann für seine Bauteile. Das ist auch ganz nett, kann man auch mal online gehen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dann gibt es so ein paar Beispiele zu dieser Complexity for Free. Was kann ich jetzt herstellen, was sehr, sehr schwer zu gießen oder zu fräsen ist? Das ist, jetzt haben wir das mit dem Running Snail Racing Team in Amberg-Weiden, einer Weltstadt in Franken. Da haben wir so einen Radträger halt optimiert, eine Topologieoptimierung und dann kam halt eine sehr krasse Struktur raus. Ja, das ist jetzt der Schnitt durch die Struktur. Wir haben halt Hohlräume mit so Verstärkungen und das war auch aus diesem Aluminium-Scandium, das im Prozess halt aushärtet und eine super Festigkeit erreicht. Und das ist recht, ja, kann man sich vorstellen, also sehr, sehr schwer. Also fräsen kann man es nicht, gießen vielleicht mit einem Feinguss irgendwie, aber auch sehr, sehr schwierig. Und durch diese geometrische Freiheit, die wir halt hatten mit den Hohlräumen, konnten wir halt 20% Gewicht sparen. Ja, im Endeffekt ist dadurch das Auto leichter, kann schneller beschleunigen, bringt ihnen dann sicherlich noch mehr Spaß zu fahren. Dasselbe haben wir mit der RWTH gemacht. Da muss ich sagen, da sind jetzt keine Hohlstrukturen rausgekommen, sondern eher so was bionisch angehauchtes. Das könnte man sicherlich auch so gießen, um ehrlich zu sein. Wäre auch, glaube ich, günstiger als das SLM-Bauteil, aber für die Stückzahl ist es okay. Und da haben wir im Endeffekt 30% Gewicht gespart. Dann so ein bisschen mein Promotionsthema. Was kann ich jetzt mit diesen Gitterstrukturen anfangen? Also da in meinem Promotionsthema baue ich halt solche Gitterstrukturen aus, denke verschiedene Strukturen aus und mache dann verschiedene Belastungstests und ja, bestimme dann Materialkennwerte für dieses Material, um das dann nachher wirklich nutzen zu können im Funktionsvorteile. Und da haben wir hier so einen von so einem ja, Radlager haben wir so einen ja, Support-Steg, ja, so einen Mittelsteg aufgebaut. Und dieser Mittelsteg, der nimmt jetzt hauptsächlich so, Kräfte von oben nach unten auf und so eine gewisse Scherung. Und vor allem die Scherung ist dabei der Witz. Diese Scherung kann jetzt von diesem Bauteil, ja, das wird klassischerweise einfach als Vollmaterial oder als Rohr gebaut. Ja, und mit SLM konnten wir da halt so eine Gitterstruktur reinbauen und die war halt extrem steif, ja, gegen die Scherung und da konnte auch die Kräfte sehr gut aufnehmen. 50% Gewichtersparnis, ja, ist aber ein sehr aufwendiges Bauteil zum Bauen, dauert sehr lange. Und sogar die Steifigkeit konnte noch erhöht werden im Vergleich zum konventionellen Bauteil. Der große Witz war da auch noch, das Bauteil, also das ist auch das Konventionelle, besteht aber aus vier verschiedenen gegossenen Bauteilen, die nachher zusammengeschweißt werden müssen. Beim Schweißen kriegst du wieder Verzug rein. Hier kannst du es als funktionsintegriertes Bauteil in einem Stück aufbauen. Das sind auch so Vorteile, die man hat. Ne? Aber du sagtest ja eben auch, dass du sagst, da gibt es auch Probleme mit dem Verzug durch diese Temperatur, die entsteht dann. Ja, du musst Stützstrukturen einbauen, du musst wissen, was du beim Prozess machst. Das Problem, wieder vier Bauteile zueinander auszurichten und dann zu schweißen und dann so einen Verzug kriegst. Ja, dann nimmst du es raus, wenn du Pech hast, dann sagst du, oh, dann musst du wegschmeißen. Ja, normal nicht. Du kannst dann das Spannungsarm glühen und so, wenn du es... Ja, man muss... Es gibt Strukturen. Ja, es gibt zum Beispiel, hatten wir hier ein Problem, dieser engere Ring, der war nicht mehr perfekt rund, als wir es rausgeholt haben. Wir haben das dann von der Substratplatte entstützt und dann hat es sich verzogen, ja.
Was wir dann gemacht haben, war aber hier dann sozusagen mit aufzubauen, eine Versteifung, und haben das dann spannungsarm geglüht, und dann die Versteifung, das Radlager, das wird ja eh hier drin gefräst, haben wir dann raus, und dann war der Verzug auch im Rahmen dessen, was man halt akzeptieren kann. Klar, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, dann so ein bisschen zusammenzufassen, was sind überhaupt noch so Herausforderungen, woran müssen wir arbeiten? Das ist zum einen diese Komplexität, die geht natürlich immer mehr auf Kosten auch. Oder man braucht immer stärkere Computer, Software, die überhaupt sowas, wer kann sowas überhaupt konstruieren? Mit konventioneller CAD-Software, ja, wo ich irgendwie Kreis und wo ich so boolesche Operationen mit irgendwas mache, das kriege ich damit nicht hin. Ne? Da gibt es dann erste Software wie Netfab, wo man halt auch so komplexe Strukturen einrechnen kann und so weiter. Ne? Die zweite Frage ist aber dann habe ich so eine komplexe Struktur, wer sagt mir jetzt, wie verhält sich diese Struktur? Also wer kann das dann überhaupt noch simulieren? Ist wichtig, jede Firma muss eigentlich vorher wissen, wie das Bauteil sich verhalten wird. Es sei denn, man macht Crashtests und probiert es aus, ja? Will man aber oft gar nicht mehr machen. Da sind die Rechenkapazitäten, auch wenn die stetig steigen, sind immer noch nicht ausreichend, um sowas Krasses hier zu simulieren. Dann natürlich dieses ganze Umdenken, das passieren muss, vom Design for Manufacture zu Manufacture for Design, aufgrund dieser Freiheit. Ne? Wir müssen uns jetzt Designs ausdenken, die perfekt passen für unsere Anwendung, und die können wir dann sicher eigentlich ausdrucken. Das war auch ganz witzig, bei Airbus waren wir halt auch so, ein Designer meinte halt immer, ja, dass die Leute kamen früher immer an und meinten halt so, ja, hier, das wollen wir haben, ja, und dann musste man absprechen mit den Fertigungsingenieuren, ja, okay, aber das musst du da ändern und bla bla bla. Ne? Und jetzt ist es eher so, dass halt die Leute wirklich sich total kranke Dinge ausdenken, ja, und der Designer nachher Probleme kriegt, das überhaupt zu konstruieren. Ja? Und das ist halt schon interessant eigentlich. Und ja, da geht halt auch so ein bisschen meine Arbeit halt hin, ne? Da ein bisschen zu wissen, wie sich solche Strukturen halt verhalten. Und was man halt nie, was man halt, jetzt haben wir auch einen großen BMWF-Verbundvorhaben gestartet zu photonischen Prozessketten, weil im Moment, ich habe eine SLM-Anlage, davor, dahinter, was da passiert, da wird so viel Potenzial verschenkt, ja, ist nichts automatisiert, wir haben keine Schnittstellen, ja, wir haben eigentlich, das ist ein Gerät, das steht da alleine irgendwie hilflos in der Ecke. Ja? Und was wir machen wollen, ist, dass da jetzt ordentlich was reinkommt, der Vorbereitung, Nachbereitung wirklich optimal mit Schnittstellen versorgt ist, weil erst dann kann ich dieses richtige, das Potenzial eigentlich heben, wenn ich das nicht mehr als alleine stehende Kiste betrachte, sondern wie eine Fräsmaschine, dass die eingebunden ist in eine Prozesskette. Ja, jetzt ein bisschen zu den letzten Folien, ich habe lange genug geredet. Jetzt kommt der zweite Gartner Hype Cycle von 2013, ein Jahr später haben die es aufgesplittet, und das ist auch das, was wir eher denken als Fraunhofer Institut. Man muss eigentlich aufsplitten zwischen Consumer 3D-Printing, was vielleicht mehr die Geschichte jetzt ist, und dieses Enterprise 3D-Printing, ja, wo man halt auch Metall mal verwendet und auch Richtung Funktionsbauteile geht. Und da ist halt so die Meinung, dass man da vielleicht irgendwann wirklich dieses Plateau in den nächsten 2 bis 5 Jahren erreichen könnte. Das interessant, dass das da angekommen ist, ohne je durch den Hype-Cycle gegangen zu sein. Ja, ne, cool. Aber das sind. Wenn man Gartner ist. Ja, wenn man Gartner ist, darf man alles. Und naja, wenn man einen teuren Anzug hat, darf man alles. Genau. Das hatte ich bei VW gezeigt, ja, so als bisschen Provokation. Also, so sieht die Zukunft definitiv nicht aus. Und so will ich sie auch nicht hier am Ende stehen lassen. Aber was man halt schon erkennen kann, vielleicht gibt es irgendwann mehr Strahlkonzepte mit mehreren Lasern, um die Aufbaurate noch zu steigern. Vielleicht kann man auch irgendwann Materialien kombinieren. Aber so wird es leider auch langfristig. Aber vielleicht für so einen kleinen Sportwagen, wo man nur so eine limitierte Serie macht. So. Das wird schwierig. Passt bei euch doch nicht rein. Ja. 6 oder 4. Naja, noch nicht. Noch nicht. Kleine Modellautos. Das sind die Schraubenpuppen. Ja, was jetzt kommt, da kann man auch noch überlegen, ob man da irgendwie sich zusammen integriert ist. Wir bauen halt diesen neuen Research Campus, Digital Photonic Production. Da kommen hier, war jemand mal in Melaten neulich, das ist eine riesen Baustelle. Der erste steht, finde ich jetzt nicht so spannend, ist Logistik. Ja, seid ihr drin? Ja, aber ich mag die Logistik da nur nicht. Ja, nein. Die mögen wir auch nicht.
Ihr seid ja da drin, echt? Nee, wir sind im HCI Center. Also wir haben HCI Center gegründet. Ich bin der Direktor. Eva Jakobs, Martina Zieff und Peter Russell sind da mit dabei. Ah, okay. Das ist ein Zusammenschluss um das Thema User Interface, Design, Research von verschiedenen. Genau, von verschiedenen Richtungen aus. Okay, cool. Ja. Unser Gebäude kommt, glaube ich, genau daneben, ist auch fast fertig mittlerweile. Ah ja, das ist ja super. Cluster auf Photonic-Cluster. Ja. Und da kann man vielleicht auch was zusammen machen. Ja. Ja, sonst bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war so im Rahmen, wie ihr das auch gewünscht hattet. Und ich kann nur einladen, das können wir ja nächstes Jahr mal organisieren, dass man so, die Gruppen ein bisschen splitten, dass ihr auch mal das Labor vielleicht sehen könnt, wie so eine Anlage läuft. Wie gesagt, vielleicht kriegt man das mal gemeinsam hin, dass ihr das mal in echt seht. Super.